Hallo ihr Leseratten, ich habe mal wieder ein paar Bücher aussortiert. Wieder mein Aussortiert-Video nach langer. Hallo ihr Leseratten, willkommen zu einem Aussortiert-Video des anderen Art. Hallo ihr Leseratten, heute wieder ein Aussortiert-Video mit den nächsten 10 Büchern, die ich in einem Rutsch aussortiert habe. Und es ist immer noch nicht das letzte, also es kommt definitiv noch ein Video. Ob ich wieder 10 voll bekomme, weiß ich nicht. Ich glaube, es sind jetzt keine 10 mehr. Aber wie gesagt, bis das Video hier online ist, dauert es eine Weile. Und bis dahin könnten noch wieder aussortiert werden, könnten noch wieder Bücher aussortiert werden. Heieiei. So, fangen wir einfach an mit Tom Bale, Catch, Stunde der Angst. Andreas Alberg, Das Unikat, spannender Gentech-Roman, sagt für sie. Für mich war der Anfang nicht so spannend, deswegen habe ich ihn nur abgebrochen. Dann für Katzenfreunde, Katzenbesitzer unter euch. Ich habe die Bücher nie angeguckt, also mal vielleicht, aber nicht wirklich, deswegen sortiere ich sie jetzt aus. Ich habe sie selber geschenkt bekommen. Neues von der Katzenflüsterin, die Geheimnisse der Katzenseele erforschen. Dann Katzen, 500 Fragen und Antworten. Und dann haben wir hier noch, wenn Miezen lieben, Tipps für das Leben zu zweit. Ja, das ist endlich nur Bilder und ein bisschen Text. Also, und wer für seine Katzen kochen möchte, alles für die Katz. Rezepte für Naschkatzen und Stubentiger haben wir auch nie benutzt, weil wir kochen nicht für unsere Katzen. Das habe ich ja mal ein Praktikum geschenkt bekommen, genauso wie das Buch davor. Aber da gibt es so Fischsuppe für Chino und sowas. Alle Chico, nicht Chino. Ja, sowas halt, ne? Dann habe ich hier Stefan Loga, Schatten über Andrea. Ralf Munier, Das Donarium und die dunkle Festung, ein fantastischer Abenteuerroman. So. Und zwei Bücher von Jeff Abbott, einmal 4 und einmal Die letzte Minute. Das waren die 10 Bücher und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr was haben wollt, wie immer, schreibt mir gerne, ansonsten wandern sie in die Bücherzelle. Euch einen schönen Tag, bis bald, bye bye.